habe einen Unfall oder ich fall hin. Ja? Ich habe dann ein Problem, wenn ich nicht mehr aufstehe. Wenn ich sozusagen aufgebe. Wenn ich daraus nicht lerne. Ja, das ist das Spiel. Das ist der Problem. Man sagt ja auch, aus Fehlern kann man lernen. Ja, und das soll man lernen. Weil wenn ich nicht daraus lerne, dann habe ich ein Problem. Ja. Na, mir hat das Wort böse gefallen. Also, okay. Ich bin doch so empfindlich, wenn ich böse. Ich habe so viel von der Liebe heute gehört, dass man für bald. Das ist ein Ohrig Wort, dass ich das nicht kann und habe. Die Liebe, die viele Liebe, viele. Wie kann man einen Gott lieben? Auch eine Frage. Wie kann man etwas lieben, was man nicht greifen, nicht sehen, nicht verstehen kann? Lieben. Ich meine jetzt das Wort lieben. Ja, okay. In der Kirche wird so viel von Liebe gesprochen. Ja, genau. Selber haben sie keine. Unsere katholische Kirche hat keine Liebe. Nein, nein. Das sind die größten scheinheiligen Lifte. Besonders die Römer. Ich sage nichts von der Kirche an Sachen. Aber diese Römer da unten, von den Päpsten her, was die schon alles angestellt haben, die müssen in der Hölle braten. Nur gibt es leider keine Hölle. Aber die Frage ist nicht beantwortet worden. Wie kann man Gott lieben? Wie kann man Gott lieben? Schwierig. Also ich glaube, Gott kann man nur lieben. Also theoretisch. Das geht auch nicht. Das ist ganz anders. Theoretisch kann man ja alles machen. Das ist dieselbe Frage, weil das ist dieselbe Frage eigentlich wie zum Beispiel, wie kann ich einen Ehepartner lieben. Ich muss ihn zuerst, muss ich mich dafür für ihn interessieren. Ich muss eine Beziehung aufbauen. Die Liebe ist eine Frucht. Das Gefühl der Liebe ist ein Resultat. Ja. Wie viel, ich meine, ich sehe zum Beispiel von meiner Frau, man, wir kennen uns schon jetzt, das ist doch ein paar Jahrzehnte, aber wie gut kennen wir uns? Das frage ich mich immer wieder. Andererseits frage ich mir immer wieder, wenn das Leben ewig dauert, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Herr Professor, ich habe deine Herren gefragt, wie kann man Gott lieben? Das ist ein Abschalter. Ja, ausgefallen. Ja, das habe ich verbrochen, diese Frage. Okay, also ich Antwort, glaube, was hast du geantwortet? Die einfachste Antwort ist die, indem man die Dinge liebt, die Gott geschaffen hat. Das ist die einfachste Antwort. Also alles, was Gott geschaffen hat, wenn ich das wertschätzen kann, sagen wir auf Deutsch wertschätzen, ja, und dankbar sein kann, dann ist die Frucht von dem die Liebe dann irgendwann. Je mehr ich die Dinge schätzen kann, das ist genauso, wenn ich sozusagen, wenn ich was schaffe und die stirbt dann, ja, und diejenigen, die das dann betrachten und die können das wertschätzen, sozusagen ist das für mich die größte Genugtuung, selbst wenn ich nicht mehr leben würde. Ja? Also, ich ganz glaube, einfach. Ein praktisches Beispiel ist genau deine Situation. Du liebst deine Tochter, die Puppi. Ja. Ja? Und du investierst dich, du opferst dich auf, du machst dir tagtäglich eine Freude. Und somit liebst du zugleich zum Beispiel auch die Mutter davon. Ja, das war das Erste. Da. Genau, aber das ist das Resultat, dass du, wenn du deine Tochter liebst, zugleich auch die Mutter von dieser Tochter liebst.
Also ich würde es umgekehrt nehmen. Ich habe zuerst meine Frau geliebt und dann kam die Tochter. Ja, genau. Die mag ich auch. Und du investierst die mindestens so wie in deine Frau. Und du hast ja in all die anderen Menschen sehr investiert. Danke. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich mache ein praktisches Beispiel. Ich erlebe es auch so. Ich kann Gott lieben, indem ich meine Frau als Ausdruck, und wenn das stimmt, dass wir Ebenbilder sind, dann ist sie eine individueller Ausdruck Gottes. Das heißt, ist eine gute Sache. Wenn wir Wort Ebenbild, genau, ja, dann stimmt schon vieles. Ja. Und genauso auch mit den Kindern. Jeder ist eine individuelle Ausdruck. Das heißt, je mehr... Frau Bertha weiß ja, wie es... Wie deine Situation ist. Ja, ja, wie es mir geht. Ja. Dass ich seit 58 Jahren eine schwerbehinderte Tochter pflege, okay. Die nicht gehen kann, die nicht stehen kann, die nicht reden kann. Okay. Das muss man sich mal vorstellen. Und investiert sich wirklich. Der Vierf von Theorie. Und ja. Also er lebt das, was er eigentlich jetzt fragt, was er eh tut. Verstehst du? Genau. Ja, du lebst genau das, was du jetzt gefragt hast, wie du Gott lieben kannst. Du tust das eh. Ich tue es eh. Ja. Du machst das, du führst die Praxis aus. Ja. Aber das haben wir gefallen jetzt auch. Ja. Das war gut. Das war das Beste von allen. Ich glaube, das war jetzt ein sehr, sehr netter Schlusssatz. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich möchte gleich noch als letzten Satz eines ankündigen, und zwar im Herbst habe ich wieder vor, wenn der Manfred das möchte, wieder zu kommen, und zwar möchte ich nächstes Mal eine sehr interessante Dame mitbringen, die Frau Dr. Papst, die wird dann auch seine anderen Aspekte einbringen, und da möchte man ein ähnliches, nicht inhaltlich wahrscheinlich andere Schwerpunkte setzen, aber ein ähnliches Seminar veranstalten. Ich hoffe, oder würde mich freuen, wenn ihr dann auch alle Freunde und Bekannte mitnimmt oder einnimmt. Okay, Dankeschön. Danke. Schöne Heimfahrt und danke für alles. Okay. Fürs Kommen. Dieser Termin im Herbst ist am Samstag, 31. Oktober. Also wer will, herzlich willkommen. Ja, haben wir. Ja, genau, ja. Am 31. Oktober ist es wieder Ich muss jetzt die Rahmen schauen, das ist super. Ja.